Sie rühren sich nicht von der Stelle und wenn da jemand rauskommt, darf er nicht weggehen. Ja, Gruber Klinik, Bergstraße 12. Danke. Los. Was ist denn hier passiert? Nein! Papa! Sonja, lass mich! Dr. Kuhn? Sind Sie da? Dr. Kuhn! Was ist denn los? Weshalb schreien Sie hier so rum? Dr. Kuhn, sind Sie allein? Ich glaube kaum, dass Sie das was angeht. Also, was ist los? Ist jemand gestorben? Das wäre ja nichts Neues in einem Krankenhaus. Dr. Gruber ist aus dem Fenster gestürzt. Er ist tot. Das ist in der Tat etwas Neues. Ja, danke. Ich bin gleich oben, ja? Servus. Sind Sie im falschen Fuß aufgestanden, Herr Schickel? So ähnlich. Tja, von da oben. Womit wieder einmal bewiesen wäre, dass auch Götter in Weiß weder fliegen können noch unter die Kategorie Immortalitas fallen. Ein mörderischer Fall. Ob es Selbstmord oder Mord war, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber vielleicht wissen die Kollegen von der Spurensicherung mehr. Wieso ist er denn nicht aus dem großen Fenster gefallen? Ja, weil sie sich nicht öffnen lassen, Frau Baronin. Oh. 12.33 Uhr. 12.33 Uhr und 10 Sekunden. Da schlug er auf dem Boden auf. Ich habe sofort auf die Uhr geschaut. Haben Sie gesehen, ob er aus dem Fenster gestiegen ist oder ob ihn jemand hinausgestoßen hat? Nein, wir bemerkten den Herrn Doktor erst, als er unten war. Sie sind? Dr. Grubers Assistentin, Annika Borten. Wo waren Sie als? Ich war Pizza holen, bei Padrino. Ich hole öfter was für uns in der Mittagspause. Dr. Gruber mochte das Kantinenessen nicht. Verstehe. Waren die Pizzakartons vorher schon auf dem Schreibtisch? Nee, die habe ich da hingelegt. Können Sie sie bitte wieder mitnehmen? Kommen Sie bitte. Servus. Der Tote heißt Dr. Siegfried Gruber. Ihm gehört die Klinik. Er ist seine Assistentin. Annika Borten. Sie hat für den Chef Pizza geholt. Ein Mann, der sich umbringt, nachdem er Pizza bestellt hat? Wer möchte schon gern jemanden dabei haben, wenn er aus dem Fenster springt? Hat die Spurensicherung schon was? Haben gerade angefangen. Ich sehe mich mal im Haus an.
Sie können jetzt nicht durch. Jetzt hören Sie mir mal zu, guter Mann. Ich bin Dr. Ernst Kuhn. Mein Büro befindet sich hier. Das ist Frau Dr. Gruber. Der Tote war Ihr Mann. Dr. Kuhn? Ja. Brand, Soko 5113. Dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen? Wozu? Es geht möglicherweise um Mord. Wirkte Dr. Gruber niedergeschlagen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Können Sie sich trotzdem einen Grund vorstellen, wieso er sich umbringt? Vielleicht seine Frau, aber... Was ist mit seiner Frau? Sie hat einen anderen? Und hat ihn das sehr belastet? Anfangs schon, aber... Ja? Ach, nichts. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Gruber? Gut. Ich war gerade im Labor. Allein? Nein, Frau Gruber war bei mir. Entschuldige, Renate, aber Sie kriegen das doch raus. Darf ich mich ein wenig frisch machen? Ja, natürlich. Tja, eine bizarre Situation. Wusste Dr. Gruber von Ihrem Verhältnis? Ja. Zigarette? Danke. Sie wollen sicher wissen, wie er damit fertig wurde. Glücklich war er nicht. Aber dass er deswegen gleich den Notausstieg wählt. Entschuldigen Sie. Ich will mal versuchen, mich so neutral wie möglich auszudrücken. Gruber war ein konservativer, wertorientierter Mann, bei dem alles an seinem Platz sein musste. So einem gerät schnell die Welt aus den Fugen, wenn Dinge sich verändern. Ich habe vor 2 Jahren hier angefangen. Zu Anfang, da ging alles gut. Aber dann musste Gruber zu einem Kongress. Wann war das? Vor 1 Jahr. Und seit wann wusste Dr. Gruber davon? Von Anfang an? Ja, Renate hat es ihm gleich gestanden. Ab da war unser kollegiales Verhältnis natürlich etwas getrübt. Kann ich zu meiner Tochter? Ach, Ihre Tochter arbeitet auch hier im Haus? Ja, in der Apotheke. Hat einer von Ihnen in der letzten Stunde das Labor verlassen? Nein. Wir waren die ganze Zeit über dort. Grüß Gott, mein Name ist Schickel, das ist mein Kollege Renner, Kriminalpolizei Liebling. Komm. Leiten Sie die Apotheke? Ja. Martin Böhme, Sonja, Frau Gruber ist meine Verlobte. Mein Beileid. Sind Sie in der Lage, einige Fragen zu beantworten? Ja. Darf ich mich mal umsehen? Ja, bitte. Wo waren Sie während des Vorfalls? Hinten im Hof. Ich habe den Müll rausgetragen. Und Sie? Hier im Büro und im Lager. Können Sie sich bei Ihrem Vater einen Selbstmord vorstellen? Nein. Papa sagte immer, Selbstmord ist die feigste Lösung. Aber er wirkte in den letzten 2 Tagen ziemlich aufgewühlt und bedrückt. Es scheint ihn irgendwas beschäftigt zu haben. Aber er hat Ihnen nicht gesagt, was ihn so mitnimmt. Nein. Er sagte nur, er müsse was in Ordnung bringen und dass er es mir nicht sagen kann, weil es auch Konsequenzen für mich haben könnte. Darf ich mir noch ein Glas Wasser holen? Ja, bitte. Herr Böhme, wo führt denn die Tür da hinten hin? In den Hinterhof. Und der Fahrstuhl? In sämtliche Stockwerke. Konsequenzen für Sie, das klingt sehr bedeutsam. Ja, ich habe versucht, was aus ihm herauszubekommen, aber da war nichts zu machen. Nicht mal die kleinste Andeutung. Sie können sich nicht denken, worauf Ihr Vater angespielt hat. Ich weiß nicht, vielleicht war es wegen meiner Mutter. Sie will sich von ihm scheiden lassen, aber... Das liegt alles schon so lange in der Luft, über 1 Jahr. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ihn das erst jetzt bedrückt. Vielleicht wurde ihm erst jetzt klar, dass es kein Zurück mehr gibt, dass er alle Hoffnungen begraben muss. Wo waren Sie eigentlich, Herr Böhme? Ich war hinten im Lager und bin die Belege durchgegangen.
Aus dem Fenster da hinten kann man in den Hinterhof sehen. Ist Ihnen da irgendjemand aufgefallen? Da Ihr Kollege danach fragt, ich habe Dr. Kuhn im Hinterhof gesehen. Was macht Dr. Kuhn in diesem Haus? Er ist der Stellvertreter meines Vaters. Er ist in einen Wagen gestiegen und in dem Wagen saß ein Mann. Und konnten Sie den Mann erkennen? Nicht wirklich. Er hatte eine rote Mütze an und die beiden haben ziemlich gestritten. Und Sie haben Dr. Kuhn nicht gesehen? Ich war so in die Arbeit vertieft. Muss mir wohl entgangen sein. Was haben Sie denn da? Ein Hühnerauge. Das kommt von den Schuhen, da müssen Sie breitere anziehen. Ich kann Ihnen ein Hornhautpflaster geben. Sonja! Ich bin ganz durcheinander. Warum hat er das getan? Was denn getan? Ja, aus dem Fenster springen. Ihre Tochter glaubt nicht an Selbstmord. Was war es dann? Mord. Kommen Sie mal. Wischspuren. Aber nur an der Stelle hier. Der Täter hat hier aufgewischt und dann grober aus dem Fenster geworfen, um Selbstmord vorzutäuschen. Gute Arbeit. Wir wollen den Tag mal nicht vor dem Abend loben. Kann ich gehen? Einen Moment noch. Sie machen Freeclimbing? Ja, das ist mein Hobby. Dr. Gruber war auch ein begeisterter Kletterer. Also kein Freeclimber, dafür war er schon zu alt. Er kletterte auf die traditionelle Weise. Wir konnten uns stundenlang über das Bergsteigen unterhalten. Naja, und da hat es ihn interessiert, wie ich trainiere. Ich habe ihn mal mitgenommen zu meiner Trainingswand. Waren Sie auch mal zusammen Bergsteigen? Ja, ein paar Mal. Moment. Kann man sich anschließen? Bitte, Herr Doktor. Nach Ihnen, Herr Professor. Ja. Halt, meine Herren, das geht nicht. Das sehe ich aber anders. Wir nicht. Sind beschlagnahmt. Die da auch? Alle. Man hat mehrere Möglichkeiten, in das Krankenhaus zu gelangen. Oder heraus. Dadurch konnte der Täter ja erst unbemerkt entkommen. Richtig. Das heißt, die Aussage unserer Zeugin, dass sie nach dem Sturz niemanden aus der Klinik hat kommen sehen? Hat nicht viel Aussagewert. Danke. Die Spurensicherung hat Blut- und Aufwischspuren entdeckt. Und was hast du? Der stellvertretende Chefarzt hat ein Verhältnis mit der Frau des Toten. Sie haben es beide gleich zugegeben. Angeblich waren sie die ganze Zeit zusammen. Es kann nicht sein. Die Tochter hat gesehen, wie Dr. Kuhn im Hinterhof in einen Wagen gestiegen ist. Einen Müllcontainer haben die Kollegen von der Spurensicherung geschafft. Die anderen nehmen sie sich morgen vor. Bisher haben sie nichts gefunden. Dafür liegt das Ergebnis der Blutspurenuntersuchung aus dem Büro vor. Es ist Grubers Blut. Morgen Mittag dürfte das Ergebnis der Kleideruntersuchung da sein. Und wie geht's dem Bein? Es geht. Es war Mord oder Totschlag. Dr. Gruber hat eine schwere Trümmerfraktur an der linken Schläfe. Vom Sturz kann diese Verletzung aber nicht herrühren, da er mit der anderen Gesichtshälfte auf den Boden aufschlug. Gruber starb infolge der zerebralen Blutung, die der Schlag hervorgerufen hat. Das Tatwerkzeug war ein poröser Quarzstein mit muscheliger Bruchfläche. Es fanden sich feine Splitter in der Wunde. Die Spurensicherung hat einen solchen Gegenstand noch nicht gefunden. Dann könnte Gruber also schon tot gewesen sein, als er aus dem Fenster geworfen wurde. Höchstwahrscheinlich. Der Täter wollte es wie Selbstmord aussehen lassen. Eine Täterin könnte es auch gewesen sein. Der Schlag war nicht fest, aber wirksam. Gruber war von schmächtiger Statur. Eine Frau hätte ihn umhauen können und ihn aus dem Fenster hieven. Tja, und sind Sie auch weitergekommen? Ah, wir doktern noch herum. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Ich habe in der Schublade von Grubers Schreibtisch Rechnungen von einem Laden gefunden, der Kletterausrüstung vertreibt. Er hat dort Free Climbing Equipment gekauft.
Dann ist der Fall gelöst. Er wollte das Krankenhaus hochklettern und ist abgestürzt. Gruber war traditioneller Bergsteiger. Die Ausrüstung hat er für seine Mitarbeiterin Annika Borten gekauft. Der Verkäufer konnte sich noch gut an die beiden erinnern. Da stellt sich die Frage, ob sie nur die Kletterleidenschaft miteinander geteilt haben. Ihr holt euch morgen früh einen Durchsuchungsbeschluss für Kuhns Büro. Vielleicht finden wir dort auch das Tatwerkzeug. Und du nimmst dir die Frau Gruber vor und checkst die Erbschaftsverhältnisse. Eins stört mich bei der Sache. Gehen wir davon aus, dass Kuhn der Täter ist. Und gehen wir weiter davon aus, dass die Gruber ihn deckt. Und dann machen die ungestörten Nümmerchen und warten, bis irgendwann die Polizei auftaucht. Das ist nicht sehr clever. Ja, oder gerade eben. Vielleicht setzen sie darauf, dass man das als zu weit hergeholt sieht. Also bevor wir hier munter weiter spekulieren, sollten wir uns erst einmal um die Motive kümmern. So, jetzt machen wir Schluss für heute. Geht jemand ein Bier mit trinken? Ja, da bin ich dabei. Wir haben eine Verabredung mit Mozart. Don Giovanni, ihr könnt ja mitkommen. Sonst gern, aber gerade heute. Oh, um 8 Uhr geht's los. Schaffst du es bis dahin? Locker. Ich muss mich beeilen. Ich muss noch meinen Anzug aus der Reinigung holen. Also, wir treffen uns dann im Foyer. Okay. Frau von Hagenberg, kann ich mal mit Ihnen reden? Oh, das ist jetzt sehr ungünstig. Nur eine Minute. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Also, ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Sie finden das ja früher oder später sowieso raus. Sie sind ja nicht blöd. Ja, danke. Also, ich habe Ihnen doch schon erzählt, dass Dr. Gruber und ich, also Siegfried und ich, dass wir uns gut verstanden haben. Und als er damals erfahren hat, das von seiner Frau und Dr. Kuhn, da war er wirklich völlig am Boden zerstört. Wollen Sie ins Theater? In die Oper. Das ist ja nicht so mein Fall. Und ich nehme die Seilbahn, wenn ich auf die Berge rauf möchte. Also, Siegfried war völlig durch den Wind und ich war eigentlich der einzige Mensch, dem er sich so anvertrauen konnte. Klar, da war jetzt noch seine Tochter, die er auch über alles liebte, aber die saß ja nun zwischen zwei Stühlen und er wollte sie nicht belasten. So sind wir uns näher gekommen. Sie haben sich ineinander verliebt? Mhm. Wir haben natürlich versucht, das geheim zu halten. Vor allem seine Tochter sollte nichts erfahren. Die hätte kein Verständnis dafür gehabt. Außerdem mag sie mich nicht. Ich glaube, sie war immer schon ein bisschen eifersüchtig, dass wir uns so gut verstanden haben. Sie hat wahrscheinlich geahnt, dass da mehr zwischen uns ist. Ich glaube, sie wusste von unserem Verhältnis. Hatten Sie gemeinsame Pläne? Ja und nein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass Sie das in den falschen Hals bekommen. Vertrauen Sie einfach darauf, dass ich nicht blöd bin, hm? Nun, Siegfried war ein Mann vom alten Schlag, wenn Sie wissen, was ich meine. Bei ihm musste alles eine klare Linie haben. Ich glaube nicht, dass ihm unser Altersunterschied so viel ausgemacht hat, aber diese Geheimnistuerei, er fand das einfach unwürdig. Kurz und gut, er wollte Nägel mit Köpfen machen. Er wollte sie heiraten? So genau haben wir nicht drüber gesprochen. Er war ein Mensch, der erstmal alles mit sich abgemacht hat. Aber er hatte vor, unsere Beziehung öffentlich zu machen. Aber das ist doch sehr schmeichelhaft. Ja. Sie hatten Bedenken. Sagen wir es so, ich wusste einfach nicht, ob ich das wirklich will. Sie waren sich über ihre Gefühle nicht im Klaren. Ja. So, jetzt ist es raus. Es ist gut, dass Sie es mir gesagt haben. Noch eine Sache. Hatte Herr Gruber einen Quarzstein? Ja, als Briefbeschwerer. Wieso? Weil er damit erschlagen wurde. Wo war der? Auf dem Schreibtisch. Dann muss ihn der Täter mitgenommen haben. Ernst? Ernst, warum gehst du nicht ans Telefon?
Warum machst du nicht auf? Ach, bitte. Du kannst mich doch nicht so hier draußen stehen lassen. Geh doch weg. Wir müssen reden. Jetzt hau endlich ab! Was ist denn los mit dir? Ich habe Depressionen. Ach, Unsinn. Mach endlich auf! Wieso hast du den Polizisten angelogen? Warum hast du nicht gesagt, dass du kurz weg warst? Ernst! Schämst du dich gar nicht? Papa ist noch nicht mal kalt und du hast nur diesen Kuhn im Kopf. Ich musste mit ihm reden. Ah, reden. Sonja, bitte. Lass uns vernünftig miteinander umgehen. Vernünftig? Mama, du nimmst Worte in den Mund, deren Bedeutung du nicht mal im Ansatz kennst. Sei nicht so herablassend. Doch, das bin ich. Und weißt du wieso? Weil ich dich verachte. Und weil ich dich dafür hasse, wie du mit Papa umgegangen bist. Du hast mit deiner maßlosen Sucht zu gefallen doch alles zerstört. Ich habe Kuhn im Hinterhof gesehen. Wehe dir, Mama, wenn ihr beiden unter einer Decke steckt. Morgen. Morgen. Ich schaue mir gerade den Schriftwechsel von Gruber an. Darunter einige Briefe von seinem Rechtsanwalt. Danke. Und? Gruber hatte Kuhn gekündigt, aber der ist vors Arbeitsgericht gezogen. Wahrscheinlich Grubers Rache dafür, dass Kuhn ihm die Frau ausgespannt hat. Kuhn hätte sich eine neue Stelle suchen müssen und das ist nicht so einfach, wenn man gefeuert wurde. Und wenn die Witwe die Klinik erbt, dann wird sie wohl kaum ihren Geliebten rauswerfen. Ein Motiv. Nicht schlecht. Na, besser als die Aufführung gestern Abend. Hm? Dafür war dein Kleid ein Traum. Übrigens, ich bin noch auf etwas anderes gestoßen. In Grubers Kalender findet sich ein Eintrag über ein Treffen mit einem gewissen Dr. Helmstedt. Und das Treffen fand vor 4 Tagen statt. Und? Ja. Die Tochter von Gruber hat doch gesagt, dass ihr Vater die letzten 2 Tage sehr aufgewühlt war, dass er irgendetwas in Ordnung bringen wollte. Und was könnte das mit dem Treffen zu tun haben? Ja, weil das Treffen in Verbindung mit diesem Namen Martin und dem roten Ausrufezeichen steht. Ja, vielleicht steckt ja auch nichts dahinter. Aber wie heißt's im Handbuch für den erfolgreichen Kriminaler? Du musst jedem kleinsten Hinweis nachgehen. Was wollen denn Sie schon wieder? Ihn auf den Zahn fühlen. Können wir das nicht verschieben? Kaum. Was ist denn mit Ihnen? Mir geht's heute nicht so besonders. Na, dann sollten Sie zum Arzt gehen. Was wollen Sie denn hier finden? Tathinweise. Tathinweise? Gruber wurde ermordet. Und Sie sind unser Kandidat. Neben einem Mann wie Siegfried schaut man immer schlecht aus. Wie meinen Sie das? Er war so korrekt, so zuverlässig, so nachsichtig. Wissen Sie, früher hätte ich das nie geglaubt. Aber Güte, die kann einem ganz schön auf den Wecker gehen. Er erstickte mich förmlich mit seiner Friedfertigkeit. Er hätte auch einen guten Pfarrer abgegeben. Seine Patienten vergötterten ihn. Meine Tochter vergötterte ihn. Seine Freunde. Dieses brave, harmonische Einerlei machte mich krank. Ich fing eine Therapie an. Verstehen Sie überhaupt, was ich meine? Sie hatten Sehnsucht nach Leidenschaft. Sie sind ja schneller als jeder Therapeut, bei dem ich war. Ja. Und dann fing das mit Ernst. Dr. Kuhn an. Ich muss jetzt noch mal fragen.
war er die ganze Zeit bei ihm. Sie wissen, dass das nicht wahr ist. Ihre Tochter hat ihn gesehen. Ich kann nicht anders. Gekündigt. Ja. Danke, Horst. Sie sagten uns doch, dass Sie die ganze Zeit über mit Frau Gruber zusammen gewesen wären. Sie wurden aber zur besagten Zeit gesehen. Und bitte wo? Auf dem Hof. Wer behauptet das? Sonja Gruber. Und der glauben Sie, ja? Mensch, die hasst mich, weil ich ihrem Daddy die Frau weggenommen habe. Die würde doch alles sagen, um mich hinter Gittern zu sehen. Das habe ich gefunden. Sieht aus wie ein Koksbriefchen. Mensch, hau ab! Polizei! Lukas Pudenz, ein alter Bekannter bei den Kollegen vom Drogendezernat. Jetzt ist mir auch klar, warum uns Kuhn ein falsches Alibi gegeben hat. Er konnte ja schlecht sagen, ich habe mich mit meinem Dealer getroffen. Hat Kuhn geredet? Nachdem wir seine Quelle zum Versiegen gebracht haben, war ihm alles egal. Er sagt, er habe auf eine neue Lieferung Stoff gewartet. Er war mit Pudenz im Hinterhof verabredet. Er unterbrach sein Techtelmechtel, um sich den Stoff zu holen. Doch Pudenz hatte Engpässe und hat ihn auf heute vertröstet. Von Grubers Fenstersturz hat Kuhn nichts mitbekommen. Er sagt, er sei wieder ins Labor zurückgegangen. Ja, könnte es immer noch gewesen sein, aber... Du hast recht. Dass er in der fraglichen Zeit mit der Ehefrau des Toten zusammen war, das ist schon merkwürdig genug. Aber dass er sich auch noch mit seinem Dealer trifft und dazwischen einen Mord einschiebt, da hätte sich wirklich viel aufgehalst. Was ist mit Frau Gruber? Während er sich mit dem Dealer trifft, geht sie schnell rüber, um ihren Mann totzuschlagen? Nein, wir haben ja auch kein Motiv. Ich habe mit einem Arzt telefoniert, mit dem sich Dr. Gruber 3 Tage vor seinem Tod getroffen hat. Sie haben auch über die bevorstehende Hochzeit von Martin Böhme und Sonja Gruber gesprochen. Böhme hat in den letzten Jahren häufig den Arbeitgeber gewechselt. Ich check den Zusammenhang nicht. Böhme hat Gruber gegenüber gesagt, dass er sich erst ein bisschen umschauen wollte, bevor er einen endgültigen Arbeitsplatz wählt. Was sagt der Anwalt? Frau und Tochter erben ihren Anteil. Also auch keine handfeste Spur. Doch. Dr. Gruber hatte eine Lebensversicherung von 1,5 Millionen. Die ursprünglich Begünstigte war seine Frau. Das hat er vor 10 Tagen ändern lassen. Und ratet mal, wer der jetzige Begünstigte ist. Die Freeclimberin? Mhm. Annika Borten. Annika bekam ihre Pizza um 12 Uhr 9. Die Kasse registriert neben Ware, Preis und Datum auch die Uhrzeit. Annika hatte Pizza Mare und Pizza Vegetaria. Diese Kombination gab es nur einmal um die Mittagszeit. Also kann ich davon ausgehen, dass 12 Uhr 9 ihre Zeit war. Dann machen Sie doch bitte alles so wie sonst auch. 25 mag sie, ja. 25? 25. Grazie. Machen Sie das sonst auch noch? Nee. Ey, Finger weg. Ich hab Hunger. Zuerst die Arbeit. Los, stopp. Ja? Sie wollten mich sprechen? Na, wie war's in der Oper? Was ist? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie durch den Tod von Herrn Gruber 1,5 Millionen bekommen? Was? Herr Gruber hat Sie als einzige Begünstigte in seiner Lebensversicherung bedacht. Wow. Sie haben es nicht gewusst? Nein. 9 Minuten. Das heißt, sie muss um 12.18 Uhr hier gewesen sein. Doch als sie hier ankam, lag Gruber schon auf dem Boden. Um 12.33 Uhr fiel Gruber aus dem Fenster. 2-3 Minuten später kam sie dazu, also frühestens um 12.35 Uhr. Stellt sich die Frage, was sie in den verbleibenden 17 Minuten gemacht hat. Zwölf Minuten. Das
Das heißt, um 12.21 Uhr kann sie hier gewesen sein. Wenn sie nicht den Lift genommen hat, sogar noch schneller. Jetzt machen wir erstmal einen Break, sonst wird die Pizza kalt. Moment mal, kannst du dich an die Pizzen erinnern, die die Assistentin bei sich hatte? Ja, die beiden Kartons lagen hier auf dem Schreibtisch. Ja, aber ohne Tüte. Was ist denn hier in der Schublade? Sind die Plastiktüten der Pizzeria. Worauf willst du hinaus? Die Assistentin kommt hierher, nimmt die Pizzen aus der Plastiktüte, legt die Plastiktüte zu den anderen in den Schrank. Dann bringt sie Gruber um und verschwindet nur mit den Kartons? Warum soll sie denn Kartons aus dem Beutel nehmen? Sie hat doch was anderes vor, als mit Gruber zu essen. Schau doch mal in deine Plastiktüte. Der Kellner hat doch einen Kassenzettel reingeworfen. Ja? Am 5.3. um 12.33 Uhr ist Gruber aus dem Fenster geworfen worden. In dieser Plastiktüte steckten die Pizzen, die die Assistentin am 5.3. für sich und Gruber gekauft hatte. Das heißt? Sie muss hier oben gewesen sein. Ja, warum nimmt sie aber dann die Kartons aus dem Beutel? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sinn hin oder her, sie hat's halt getan. Machen wir jetzt weiter. Ich bin Gruber. Herr Dr. Gruber. Oh, hab ich einen Hunger. Mensch, Annika, was wollen Sie denn mit dem Stein? Sie schleift ihn zum Fenster. Bist du schwer, hilf doch mal ein bisschen mit. Ich bin tot. Und, stopp. 16 Minuten. Seien wir großzügig, sagen wir 18. Das heißt 12.27 Uhr. Um 12.33 Uhr ist Gruber tatsächlich da unten angekommen. Bleibt noch ein Puffer von 6 Minuten, also genug Zeit, um Spuren zu beseitigen. Sie rennt die Treppe runter oder nimmt den Lift? Danke, Herr Böhme. Haben Sie schon eine Spur? Ja, da gehen wir gerade nach. Sie geht über den Hinterhof, kommt über die Toreinfahrt nach vorn und steht kurz nach der Tat vor Grubers Leiche. Alles sieht so aus, als würde sie gerade vom Pizzaholen kommen. Suse, ist die Borten bei dir? Ja. Mhm. Ah ja. Gut. Mhm. Bis dann. Sind Sie von der Pizzeria direkt zurückgegangen? Nein, ich habe noch ein bisschen gebummelt und mir die Schaufenster angeschaut. Haben Sie nicht. Sie waren im Büro. Sie haben aus welchem Grund auch immer die Pizzen aus der Plastiktüte genommen und die Tüte in den Schrank gelegt. Darin fanden meine Kollegen den Kassenbon mit Datum und Uhrzeit, den Beweis, wann Sie in der Pizzeria waren. Kommst du mal? Sie haben die Kollegen von der Spurensicherung vorbeigebracht. Es ist ein Arztkittel, Kleidergröße 40. Er war in eine Plastiktüte gestopft und befand sich in einem der Müllcontainer. Die Blutflecken wurden analysiert. Es ist Grubers Blut. Größe 40. Annika Borten dürfte 40 haben. Also, ich bin zurückgekommen, hab die Pizzas aus der Tüte genommen und hab die Tüte zu den anderen gelegt. Das mache ich immer so. Dann betrat ich das Büro und sah Siegfried am Boden liegen. Ich dachte zuerst, es wäre ein Herzinfarkt. Aber dann sah ich den blutigen Quarzstein. Ich bin gleich hin und habe seinen Puls gefühlt, aber er war schon tot. Ich wollte auch gleich die Polizei rufen. Ich hatte den Hörer schon in der Hand, aber... Aber? Dann sah ich Sonjas Foto auf seinem Schreibtisch stehen. Und? Sonja war immer der Meinung gewesen, dass ich mich nur wegen des Geldes an ihren Vater ranmache. Sie würde mich doch schwer belasten. Und dann noch die Lebensversicherung. Ja, ich wusste davon. Siegfried hat es mir letzte Woche erzählt. Da brauchte sie doch nur noch eins und eins zusammenzuzählen. Jedenfalls wusste ich nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich dann entschieden, nicht die Polizei zu rufen und zu vermeiden, Siegfried alleine anzutreffen.
bin dann über den Hinterhof gerannt und die Straße wieder runtergelaufen. Ich wollte, dass es so aussieht, als käme ich direkt von der Pizzeria. Ich wäre dann in die Apotheke gegangen zu Sonja, hätte ihr gesagt, dass ihr Vater sie sprechen will. Und wir wären zusammen hochgegangen und hätten ihn gefunden. So hätte ich ein Alibi gehabt. Aber als ich ankam, lag Dr. Gruber schon auf dem Boden. Es war so. So, jetzt erzähle ich Ihnen mal, was wir glauben. Sie haben Gruber mit dem Quarzstein erschlagen. Danach schleppten Sie ihn zum Fenster und hieften ihn hinaus. Dabei ist Grubers Blut auf Ihrem Arztkittel gelandet. Und es ist ja wohl zweifelsfrei Ihr Kittel. Dann haben Sie die Blutspritze auf den Boden weggewischt, haben den Quarzstein mitgenommen und den Arztkittel in die Mülltonne geworfen. Ich habe weder den Quarzstein mitgenommen, noch habe ich den Kittel in die Mülltonne geworfen. Ich habe Siegfried nicht umgebracht. Die lügt. Sag bloß, du bist anderer Meinung. Was sagt ihr? Sie ist es. Und du? Gut, dann erzähle ich euch einmal, was das Gespräch mit Böhmes früheren Arbeitgebern gebracht hat. Ich bin gespannt, wie ihr dann denkt. In zwei Fällen hat es Unstimmigkeiten zwischen den bestellten und den tatsächlich verbrauchten Medikamenten gegeben. Aber man konnte nie einen konkreten Schuldigen feststellen. Und da ist mir eingefallen, dass Dr. Gruber seinem Kollegen gesagt hat, er würde die Bücher seiner Klinik prüfen lassen. Lass mich raten, es gab ebenfalls Unstimmigkeiten. Richtig. Böhme hat in bestimmten Fällen sehr viel mehr Medikamente bestellt, als die Klinik tatsächlich verbraucht hat. Dann hat Böhme die Pillen auf eigene Rechnung verschabelt? Ja, genau. Gruber stellt Böhme zur Rede, Böhme dreht durch und erschlägt ihn. Was sagt ihr? Ja, aber alle Indizien sprechen für Annika als Mörderin. Ja, das meine ich aber auch. Den Quarzstein haben wir nicht gefunden, richtig? Richtig. Aber den Kittel haben wir ohne Probleme gefunden, das ist auch richtig. Das heißt, sie entsorgt die Tatwaffe so, dass wir sie nicht finden können und beim Kittel ist sie nachlässig. Findet ihr das nicht merkwürdig? Fohlin. Guten Abend, Herr Böhme. Guten Abend, Herr Kommissar. Hat das Pflaster was geholfen? Noch nicht. Es braucht seine Zeit. Aber neue Schuhe habe ich mir gekauft, breitere. Sehr gut. Herr Böhme, ich habe mich mit Ihren früheren Arbeitgebern unterhalten. Wie meinen Sie das? Gruber hat herausgefunden, dass Sie mehr Medikamente bestellt haben, als tatsächlich gebraucht wurden. Sie erinnern sich, dass Sonja Gruber erzählt hat, dass ihr Vater die letzten zwei Tage vor seinem Tod sehr aufgewühlt war und dass er gesagt hat, es würde auch Konsequenzen für Sie haben. Er hat Sie gemeint, Herr Böhme. Sie haben sich kurz vor seinem Tod mit Gruber getroffen. Ja, es stimmt, was Sie sagen. Aber ich habe mich nicht mit Gruber getroffen. Ich höre jetzt zum ersten Mal, dass Gruber alles wusste. Und was wäre gewesen, wenn Sie sich doch mit ihm getroffen hätten, Herr Böhme? Ich verstehe nicht. Spielen wir die Sache doch mal durch. Gruber bestellt Sie in der Mittagspause zu sich in sein Büro. Annika Borden ist Pizza holen gegangen. Gruber konfrontiert Sie mit Ihrem Rezeptbetrug. Sie flehen ihn an, seiner Tochter zuliebe nicht zur Polizei zu gehen? Aber Gruber lässt sich nicht umstimmen. Sie würden also in den Knast wandern.
Und das schöne Erbe von Sonja wäre auch weg. Sie erschlagen ihn mit dem Quarzstein. Aber da kommt Frau Borten vom Pizzaholen zurück. Und Sie verstecken sich im Behandlungsraum. Frau Borten kommt herein. Sie sieht Gruber. Sie überlegt, ob sie die Polizei rufen soll, doch da ist die Lebensversicherung, die Herr Gruber vor ein paar Tagen auf sie überschrieben hat. Man würde sie verdächtigen. Sie bekommt Panik. Bloß weg hier, bloß nicht in Verdacht geraten. Sie bekommen das mit und sehen Ihre Chance, Annika Borten zu belassen. Sie wischen die Blutspuren nachlässig auf und werfen Gruber aus dem Fenster. Soll alles so aussehen, als ob der Täter Selbstmord vortäuschen wollte. Und vorher sorgen Sie noch dafür, dass Grubers Blut auf den Arztkittel von Frau Borten kommt. Wahrscheinlich sind Sie auf die Idee gekommen, weil Ihr eigener Kittel mit Blut bespritzt war. Und dann rennen Sie die zwei Stockwerke hinunter in Ihr Büro und wechseln dort Ihren Kittel. Später werden Sie in einem unbemerkten Moment Annikas Kittel in die Mülltonne werfen. Und Ihren Kittel haben Sie sicher genauso gut entsorgt wie den Quarzstein, nicht wahr? Nein, ich war nicht hier oben. Sie lügen. Sie haben Siegfried umgebracht. Das sind doch alles bloß Vermutungen. Würden Sie bitte Ihre Schuhe ausziehen? Wie bitte? Ich möchte, dass Sie Ihre Schuhe ausziehen. Wenn wir Ihre Apotheke und Ihre Wohnung auf den Kopf stellen, werden wir weder Ihren Apothekerkittel noch den Quarzstein finden. Da bin ich mir ganz sicher. Bitte. Aber haben Sie wirklich alle Spuren beseitigt? Kennen Sie Luminol? Eine Verbindung, die bei der Oxidation mit Wasserstoffperoxid in alkalischer Lösung eine grün-gelbliche Lichterscheinung zeigt. Unsere Kollegen von der Spurensicherung benutzen es, um Blutspuren sichtbar zu machen. Egal, wie gut Sie vorher geputzt haben. Die kleinsten Spritzer genügen. Ich kann mich erinnern, dass Sie diese Schuhe gestern auch getragen haben. Ein gelb-grünes Leuchten und wir wissen, dass es Blut ist. Und wenn das so ist, dann bin ich mir so sicher, wie ich ein Hühnerauge habe, dass es Grubers Blut ist. Tja. Haben Sie noch ein zweites Paar Schuhe, um uns aufs Präsidium begleiten zu können? Sie rühren sich nicht von der Stelle und wenn da jemand rauskommt, darf er nicht weggehen.
Ja, Gruber Klinik, Bergstraße 12. Danke. Was ist los? Was ist denn hier passiert? Was ist denn los? Weshalb schreien Sie hier so rum? Dr. Kuhn, sind Sie allein? Ich glaube kaum, dass Sie das was angeht. Also, was ist los? Ist jemand gestorben? Das wäre ja nichts Neues in einem Krankenhaus. Dr. Gruber ist aus dem Fenster gestürzt. Er ist tot. Das ist in der Tat etwas Neues. Ja, danke. Ich bin gleich oben, ja? Sind Sie im falschen Fuß aufgestanden, Herr Schickel? So ähnlich. Tja, von da oben. Womit wieder einmal bewiesen wäre, dass auch Götter in Weiß weder fliegen können noch unter die Kategorie Immortalitas fallen. Ein mörderischer Fall. Ob es Selbstmord oder Mord war, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber vielleicht wissen die Kollegen von der Spurensicherung mehr. Wieso ist er denn nicht aus dem großen Fenster gefallen? Ja, weil sie sich nicht öffnen lassen, Frau Baronin. Oh. 12.33 Uhr. 12.33 Uhr und 10 Sekunden. Da schlug er auf den Boden auf. Ich habe sofort auf die Uhr geschaut. Haben Sie gesehen, ob er aus dem Fenster gestiegen ist oder ob ihn jemand hinausgestoßen hat? Nein, wir bemerkten den Herrn Doktor erst, als er unten war. Sie sind? Dr. Grubers Assistentin, Annika Borten. Wo waren Sie als? Ich war Pizza holen,